What the fuck? Ist hier dann Luft? Keine Ahnung, ich gehe wieder raus. Soll ich da rausgehen oder an den anderen raus? Das ist ein Gravage. Das ist eine Ölplane und das ist Gravage. Jetzt finde ich hier auch nochmal fein angezeigt. Wow. Ernsthaft? Das sind Raider. Das ist das Raider. Sind's gut. Das sind die, die hier drücken. Stimmt. Hoch! Ich bin ganz schlecht, bis du das immer kommt. Machen wir mal. YOLO! Wo? Ich hab lang nicht mehr gemacht, deswegen muss ich nicht dran. Das kann ich hier zuschlagen, ich kann vielleicht Fallout 4 für die Kampagne sind. Lol, ich hab so ganz bekommen. Das ist irgendwie ganz schön. Pulsgranaten. Das nutze ich. Mini-Talon. Ja, kann man sonst. Ich glaube, wir haben. Sie sind überbelastet. Och, geil. Boah. Jetzt eigentlich nicht mehr. Oder sind wir überbelastet? Ein Punkt. Wow. Nein, nimm das Sniper dazu. Welches Sniper ist das noch? Rechts. Hast du ihn schon? Ja. Nee. Das hat, das werde ich nicht. Ne, wir haben noch einen Sniper drüber. Sturmgewehr, ne. Schuss. Sturmgewehr. Ah, die können wir auch nochmal mitnehmen. Ja? Ja, reparieren. Ich weiß nicht, ob wir das so gut finden. Nice one. Was ist das? Hä? Was ist das denn? Paul töten? Die wollen ernsthaft mich töten! WTF! Das ist doch nur ein Mädchen. Das war eher nicht, oder? Die wollen mich töten! What the fuck, Mann? Was für diese Pisser? Wo ist denn das nochmal? Daten war das, oder? Und dann, Jungs und Mädels, wieder haben wir einen selbstgerechten, edlen Ritter, der außer Gefecht gesetzt werden muss. Hier die Einzelheiten. Name Paul. Ethnie weiß. Geschlecht männlich. Es sind 1000 Kronkorken angesetzt und noch was. Dieses Mal wollen sie den Kopf. Weit man's heil. Dieses Mal wollen sie den Kopf. Aber wer will uns? Das ist auch so ein bisschen die Frage. Weil es werden ja Söldner angesetzt, um uns zu töten, aber irgendwer wird ja auch viele beauftragt haben. Soll ich spoilern? Nein, nichts zu sein lässt. Eine Frage, ist es denn dieser komische Bürgermeister? Der Präsident dieser Namen? Ernsthaft? Der? Das ist nicht dein Ernst, der will uns haben! Der Führer, der Ernst habe, ja. Boah, was für ein dieser Pisser, okay. Aufgrund von Sicherheitsproblemen musste das Kennwort für das Terminal, dass das Eingangstor des Washington Monuments steuert, plötzlich geändert werden. Das neue Kennwort lautet Renfield, Paladin Barings, zweite Abteilung Monuments Verteidigung. Mondlandegerät Virgo. Okay. Alles klar. Für diese Pisse. Hast du. Oh, das stimmt. Was sollten wir jetzt eigentlich noch machen? Jetzt werde ich hier so am Gange. Vielleicht muss ich mal sehen. Stimmt. Ja, nee, ja doch. So, dann würde ich sagen. Quatsche ich mich kurz rum. Wollten wir da nicht sogar noch plündern? Da waren wir doch noch gar nicht drin. Stimmt.
komm, ich geh da mal hin. Wir haben den Ort entdeckt, aber dann Waffen haben wir gesagt... Wegstecken. Waffen wegstecken in den. Achso. Was kannst du ja sonst machen? Achso, da ist 200 getötete Kreaturen. GG. Mal gucken. Sehen wir schon zu gehen, das sieht wieder geil aus. Achso, Waffe hier wegstecken, meinst du? Ja. Achso. Hä? Ich steck mir die nochmal weg. Okay. Nee, nix. Und dann, aber da sind keine Feinde drin, oder? Nein. Okay. Geh rein. Okay. Das ist Dukov, der Russe. El Ruska. La Ruska. Ruska komm maschar. Ruska, Ruska, Ruska ist ein schönes Land. Komm, wir nehmen uns an. Da fahren sie mit dem T-62 quer über die Straße. Was wäre denn, wenn ich hier jetzt mit Waffen reingekommen wäre? Du darfst ihn nur nicht ziehen, während du kommst. Mit wem zum Teufel habe ich's zu tun? Egal, sie brauchen einen Drink. Jerry, ich bin am Verdursten hier. Okay, wer sind diese Mädels und wo sind ihre Klamotten? Hey, kann ich was von den Zuseln haben? Was machen sie hier draußen so allein? Ich gehe besser, bevor ich Kopfschmerzen bekomme. Nee, nee, komm, wir machen erstmal das Erste. Das sind meine Party-Mädels. Ich bin viel zu männlich für eine einzige Frau. Deshalb brauche ich zwei. Ich treibe sie jede Nacht bis zur Erschöpfung. Warum sollten sie sich die Mühe machen, sich anzuziehen, wenn ich sie dann doch nur wieder rausziehe? Diese Lache und dann sieht man nichts am Mund her, weißt du? Der bewegt sich nicht. Dann sind diese Mädchen also nur ihre Huren. Soll ich das sagen? Ja. Nee, passen Sie auf, was Sie sagen, Sie Clown. Ich zahle Ihnen nichts. Sie kümmern sich um mich und darum kümmere ich mich um Sie. Wir kümmern uns die ganze Nacht lang umeinander. Nee, kann ich was für den Fusel haben? Bitte sehr. Nehmen Sie sich einen aus dem Schnapsschrank. Leuten ohne Drink in der Hand vertraue ich prinzipiell nicht. Natürlich vertraue ich auch niemandem mit einem in der Hand. Diese Lache. Was machen Sie daraus, Fräulein? Fressen, saufen, furzen und bumsen. Hier draußen gibt mir niemand auf den Sack. Ich kann tun, was ich will und mit wem ich will. Alles klar, ich gebe es, bevor ich Kopfschmerzen bekomme. Soll ich auch einfach mal sagen, alles machen? Sie müssen mehr trinken. Kann ich hier irgendwas Spezielles machen? Ja, sorry, ich wäre nicht traurig. Hallo, Großer. Hallo, Großer. Oh, Himmel. Wenn das nicht ein Prachtexemplar von einem Mann ist. Ich bin Fantasia. Wenn du was brauchst, melde dich einfach bei mir. Wer sind sie? Bezahle dich dafür? Nee, oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Wer sind sie und wieso sind sie in diesem Aufzug? Bezahle dich dafür. Ja, ja, das Erste auf jeden Fall. Duki will nicht, dass ich viel anziehe. Er sagt, das hält doch nur auf. Wie ist dieser Typ, Dukovs Sohn? Er ist okay. Er kann sogar richtig lustig sein. Und er weiß, wie man ein Mädchen fertig macht. Vor allem bin ich hier sicher. Wenn ich du wäre, würde ich keine Waffe ziehen. Nicht mal, um sie ihm zu zeigen. Da flippt er sofort aus. Und lass dir nicht einfallen, mit ihm um die Wette zu schießen. Er ist echt gut. Oh. Dann bist du ja im Prinzip eine gute Meinung. Das ist ja nicht unter den Schönen. Ja, was das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, das ist eigentlich das einzig Richtige. Ich möchte sie nicht als Hugo bezeichnen. Ja. Ja, er hat's gut hier. Ich bin nur zum Spaß hier. Er kann gut mit Knarren umgehen und weiß, wo man Alk herbekommt. Ich weiß ja schon, was das für ein Wort ist. Ja. Ich hab gedacht, da gibt's doch irgendwas Spezielles, wenn man mit denen redet. Oh, sind wir heute aber hübsch. Hallo, ich bin Cherry. Was kann ich für dich tun? Fantasia da einfach so da steht, weißt du? Auch jetzt, warum ist es nichts? Dukov hat es am liebsten heiß. Mehr Klamotten sind nicht nötig. Was ist denn? Er ist ein lüsterner alter Sack. Der einzige Grund, warum ich mir ihn und seine Bedürfnisse überhaupt antue, ist, dass ich hier sicher bin. Er neigt dazu, zuerst zu schießen und dann zu fragen.
Zieh ja keine Waffe in seiner Nähe, sonst knallt er dich sofort ab. Und er ist echt gut. Also beide sagen, er ist gut in Waffen, aber was ist jetzt, wenn wir wirklich alle ziehen? Sind wir sofort tot? Ich hab gedacht, du weißt das. Du bist ein Schwächling, weißt du das? Ach so! Ich bin nur hier, also ich habe nie eine Knarre zu. Er ist viel härter, als er aussieht. Allerdings weiß ich nicht, wie lange das noch genug sein wird. Oh! 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 Soll ich's versuchen? Warum zum Teufel soll ich... Nein! Warum? Oh Mann! Keine Ursache. Oh Mann, schade. Das ist jetzt zu geil gewesen. Das ist jetzt richtig geil gewesen. Ich hab sie rumgekriegt. Ernsthaft? Ja. Ja, die ist kurz danach gestorben. Von Dukov? Mhm. Ja. Oh komm, guck ihm meine Rammel hinzu. Hey, lassen wir uns zulaufen, bis wir richtig rotzbesoffen sind. Ja. Hä, was hat hier gerade vor? Was darf's denn sein? Wie wär's mit einem Drink? Nein? Auch recht. Warum spricht er mich jetzt an? Weil das kam. Okay. Klar. Du bist betrunken, du weißt doch gar nicht mehr, was du sagst. Sehen Sie zu, dass Sie die Tür nicht am Arsch erwischt, Clownfresse. Ey. Was ist denn das? Ich schau mich ja mal um. Wir sind hier bei einem Barney Stinson zu Hause. Ja, ist doch so. Das ist irgendwie auch wieder so ein Barney Stinson. Irgendwie gibt's, egal welches Spiel, wie ich finde, gibt's immer ein Barney irgendwie. Weißt du, so ein Junggeselle einfach, der es gut gehen lässt. Guck mal, wie viele leere Whiskyflaschen. Alter, das ist so ein Säufer, aber das sind Russen. Russen können viel trinken. Ja, du bist doch schon mit uns. Oh Mann, das ist alles mit Karma. Weißt du, wie ätzend das ist? Ja. Lol, den Schrank nicht. Okay, dann öffne ich ihn. Wow. Nice. Weißt du, der Schrank nicht und dann ist da aber auch ein Alter. Guck mal, er liegt jetzt. Wir können ihn theoretisch jetzt umbringen. So wollen wir es eigentlich machen oder eher nicht? Also was hast du damals gemacht? Würde die so gern umkriegen. Vor allen Dingen auch die Lampe da. Ja. Lol. Kann man die noch rumkriegen? Geht das noch? Wie schade, Mann. Ich hätte davor schon. Ah, jetzt ist noch eine Tür. Oh, stimmt. Ja, die nimmst du nicht. Aktivieren, Urinal. Alles ist Karma, das kann nicht sein. Selbst nur so ein Schnapsglas. Der hat doch bestimmt viele. Sind im Hofer hier noch nicht? Ach doch. Alles ist Karma. Das kann nicht wahr sein. Karma, Bitch. Ich hätte davor speichern sollen. Ich habe nur nicht gespeichert. Oh, bin ich dumm. Nochmal rechts. Ach, okay. Oh, lol. Oh, nein, beenden. Boah, Junge. Das war knapp. Ich habe das Rote nicht gesehen. So, ich bin interessiert, was denn da ist. Aber vielleicht liegt daran. Ich bin auch versteckt. Und alle anderen können. Aber das kann jetzt auch nichts passieren, soll ich lieber mal speichern? Guck mal, jetzt steht er erkannt. Versteckt erkannt. What the fuck? Okay, so nicht. Soll ich es machen jetzt oder eher? Gott, und dann schießt der gleich auf mich. Ich sehe schon kommen. Wie lange wird das nicht mehr gut? Also, da könnte ich jetzt looten, aber das ist auch ein bisschen dumm jetzt, oder? Ja. Oder was sagst du? Ja.
manche sind gern umgekriegt. Dumm ist mit mir! Ja, und dann liegt da jetzt einfach auch noch so was für Flasche. Wie viel Schaden noch nicht gemacht hab? So. Oh ja! Oh! Oh, durch meinen komischen Anzug. Guck mal kurz. Wie spielt man nochmal? Ich habe jetzt trotzdem gerne diese Sequenz gesehen, die Dockhoff sie dann erschießt, wenn sie mit mir gekommen wäre. Der Mistkerl machte mich total fertig letzte Nacht. Kannst du versuchen, ihn zu überreden, mir heute Nacht freizugeben? Klar, ohnehin nicht dran. Darf man die Treppe so runterstürzen? Schade. Ich hätte das sonst gern gesehen. Dann speichere jetzt auch nochmal richtig. Sind Stunden spielen wir schon. Teleportiere dich doch eben dahin und dann gehst du da aus, sonst zum technischen Museum. Hä? Moment, da sind wir. Da müssen wir hin. Nee, da müssen wir nicht hin. Da rüber. Geh mal einen nach oben. Guck mal, da ist Georgetown West. Und von da aus sollen wir dann unterirdisch ganz darüber. Aber wir müssen auch erstmal darüber. Ja, wir können uns doch dahin teleportieren. Dazwischen ist garantiert kein Ort. Nein, aber gegnerisch. Ja, okay. Das stimmt. LOL. Oh. LOL. Kommen wir einfach mal in die Schießerei. Das ist einfach mal. Wieder Pech. Vielleicht nochmal die Sicht. Schick dich vor der Stunde. Geh die doch nicht. Ja, und das ist schon mal schön. Ja, okay, wir sind wieder da. Das ist hier immer automatisch verstellt. Ich wünsche es gerne, bitte, heute. Ein Sekunde. So. Oh, wieder Söldner, die uns haben wollen. Ah, die machen ja noch viel Schaden. Digga! Ich guck zum Tor aus, was anderes, deswegen. Das ist, okay. Das ist ja nicht das Problem. Da! Da ist auch wieder Paul töten! Das kann nicht sein, ey.
Wir hätten vielleicht mal eher in Megaton was lassen sollen. Viele, die wir irgendwie dabei haben, und wir werden ja auch noch viel finden. Wir haben ganz genau 280 von 280. Das ist richtig dumm. Also ich bin froh, dass die Munition jetzt geht. Das stimmt. Weil sonst wären wir überbelastet. Extremst. Guck mal, ist da links, da war doch dieser Automat. Ist da vielleicht was drin? Links? Guck mal. Vielleicht was drin? Wirklich? Yes. Der Herd, was dir Leben sein könne. Nee. Wenn dein Leid würde ich in der Telefonzelle jetzt noch Geld bekommen. Mann.